Also am Fluss habe ich. Oh, Moment. Habe ich immer so einen Puschel vor dem Mund? Guck mal da. Das sind meine Nasenhaare. So, Herr Fersemann, ich habe noch ein bisschen Rührei und Speck gemacht hier. Frisches Fersenroastbeef. Da will ich mal den alkoholfreien Champagner öffnen hier. Wer trinkt eigentlich sowas? Alkoholfreies Bier oder so, finde ich so unnötig. Alkoholfreies Bier trinke ich schon. Ja, ich bin richtig euphorisch. Ich denke, das merkt man auch. Entschuldigung, habe ich hier fast. Da ist auch ein anderer. Also die X4-Route kann ich wirklich empfehlen. Ist nicht schlecht. Zwar eine gebrochen, die Spitze kaputt, keine Ahnung warum, aber nicht schlecht. Kann man wirklich sagen. Und ich habe Spiegelkarpfen lieber als Schuppenkarpfen, weil Spiegelkarpfen muss man nicht entschuppen. Ist immer viel Arbeit, wenn du Massikot lädst. Na okay. Was wollten wir jetzt gucken? Was soll ich jetzt labern? So, falsch geschnitten. Oha. Bitsche Zielwasser. Zack. Mein Lieblingsrig in allen Varianten ist das D-Rig. Also ich bind meine D-Rigs sowohl mit einem Fluorcarbon, also halt mit einem Stiff-Rig, als auch mit einem ummantelten Material, also Material. Ich nehme eigentlich immer eine Drehling. Mache ich immer 3-4 Drehlinge und dann reiße ich die Fische. Action. Warte. Leute, und das ist richtig geil. Jetzt sind wir hier mal eben in 2 Stunden hingeschossen, beziehungsweise der Benny, das kann er ja Auto fahren. Donnerwetter. Und jetzt sind wir hier in Holland. Ich liebe Holland, wie gesagt, ist die schönste Stadt der Welt. Wir stehen nicht umsonst hier. Ich habe sehr, sehr viele Nächte hier. Darf ich dich unterbrechen? Ja. Ist Holland die schönste Stadt? Ja, sagt man so. Ach so, Entschuldigung, wusste ich nicht. Ach so, kennst du nicht? Nein. Ja, okay, das sagt man so. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ich werde halt oft gefragt, wie gehst du an solchen Seen vor? Also jetzt, der See jetzt... Sprich Deutsch, nicht den Ostdialekt schon wieder. So eine Scheiße. Einfach bipscht noch einmal. Ne? Also das heißt, wenn jetzt hier Kraut abstirbt, man hat teilweise dann Kraut in der Schnur hängen und selbst wenn man mit Abreißleinen fischt und dicken Steinen, wird alles verzogen. Hier kommen ganze Baumstämpfe runter. Das gibt's doch nicht. Was machst du denn? Stämpfe. Was soll ich denn beim Baumstämpfen, ey? F*** Mann. Ah, schön die Kimme hinten. Nein. Jetzt hält er auf, er p***t hier vors Zelt. So. Jack und Bersemann. Die erste. Die erste. Klasse. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war etwas ruhig und heute Morgen kam dann der erste Biss. Nicht beim Olli, bei mir. Olli hatte ja, wie schon erwähnt, ein paar Plätze vorbereitet. Ja, das ist besonders gut. Hallo, wollen Sie dieses Produkt kaufen? Es ist wirklich sehr, sehr gut. Alter! Ich geh ins Wasser. Mir scheißegal. Alter! Alter! Nee! Alter, komm mal gucken! Und das hat mir diesen geilen schönen Spiegler beschert. Oh. Und am Ende hängt bei mir ein Curve Medium in Größe S. Größe S?
Haben wir jetzt Konfektionsgrößen für die Haken. Als Vorfach verwende ich ein weiches. Wie heißt? Ey, wisst ihr, warum ich nicht mehr an die Mosel gefahren bin? Da waren immer so viele besoffen. Ey, ja, immer nur Schnaps gesoffen da. Weißt du? Echt, kein Bock mehr drauf. Ey, beim Angeln auf jeden Fall kein Alkohol, ey. Ach so, jetzt mach ich erstmal ein Bier auf. 11 Uhr, Peter. Mission nicht vergessen. Ja, ich weiß. Ich muss erstmal den Text hinkriegen. Ja. Hier haben wir die geschlossene Front vom Ultra Prolly. Nicht Extension. Hängen schön die Bullies, ja, gut, es wirkt authentisch. Okay. Der kann sich mit seinen Ködern identifizieren. Hier, du kannst anfangen. Ach so, Mensch. Jo, guten Morgen. So, Horizon X4, 3,5 Lips versus Baum. Gedreht bekommen habe ich ihn schon mal. Lasst euch nicht vom Hochdruck beeindrucken, geht raus. Nur wer draußen Fische fangen kann, hat Mike eben gesagt, Benny, ne? Nur der kann Fische fangen. Wow. Fast eine verpoolt, ey. Der hat so richtig Bock. Oh. Das ist der Schuppi von eben gerade. Richtig geiles Teil. Mein zweiter Fisch. Ich komme dem Stefan näher. Aber was der hier abzieht, ist unglaublich. Der fängt wie Sau. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein paar Fische fange. Das hier ist ein richtig geiler Schuppi. Ich habe noch einen Spiegel an der Sling. Und den zeige ich jetzt hier. Nein! Ihr habt eine Wasserdichtigkeit von 10.000 und habt eine gefertigt aus einem 10.000er Ripstop-Material in Camo. Ne, geht nicht, das ist ja Obokaki. Jo, hallo. Okay, dann setz mal ein. Also das Angeln hat seit jeher eine riesen Faszination ausgeübt, denn haben nur ein Auge. Und der Marian Sura hat einen kleinen. Dafür ist er aber sehr fleißig. Das muss auch bei der Größe sein. Warte kurz. Ich sitze hier an der Stelle, mit der ich wirklich unheimlich viele Erinnerungen teile. Nein, ich teile die nicht mit der Stelle hier. Das ist totaler Schwachsinn. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen vom. Ich glaube, Outtakes kriegen wir auch ein paar zusammen. Ah. Wie gestern schon angesprochen, verwende ich ein recht simples Rig. Am Camotex Leader, nee, Submerge Leader heißt das Ding, ne? Ja, guten Morgen, wir sind. Alter. Ja, welches Vorfach und welches Rig setze ich aktuell ein bei dieser Session? Und nicht nur bei dieser Session, sondern auch bei den letzten 65 dieses Jahr. Wir haben aktuell Ende September 2018. Bin ein Leap Clip am Submerge Leader, also am Leap Clip mit einem recht ein. Mach mal von vorne, kannst du aber vergessen, ey. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen vom Natursee. Wir sind hier an wunderschönen, echt naturbelassenen. Das war komplett Alter. Hier haben wir unseren neuen R3. Ah, sorry. Also, ich habe hier vier Pisse. Die werde ich jetzt alle bestücken. Hier haben wir unseren neuen Camo Air Series Schlafsack. Bäh. Leute, wir sind zurück. Benny und ich. Nee, nochmal. Dann ist der im Packmaß Mini und habe trotzdem so einen riesengroßen, stabilen Kescher. Passend auch zu den Scope-Routen zum Beispiel für die kleinen Futterale. Oh. Okay, ja. Ja, passend dann auch im Packmaß
zu unseren Explorer-Routen. Oje. Ach ja. Benni! Mann! Das war ein guter! Scheiße! Scheiß Spiel, ey. Egal. So ein bisschen, also ja und nein, also. Sterben, aber leben bleiben, weißt du? Nee. Vom Kopf her? Nee. Ja. Ja, genau. Und nochmal die Teilaufnahme, genau. Dann habe ich es nachher, ja, im Schnitt beides. Genau. Jetzt. Genau. Ja, okay. Ist mir hier gut? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Sonnenschein. Ja, der 42er, also das ist der 42-Inch Kescherkopf. Diesen Kescher gibt es jetzt auch noch in 52-Inch. Okay, das war der Horizon X4 Kescher. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dieser. Alter, das war richtig guter Fisch, ey. Mann! Ja, wie ich heute Morgen kurz erwähnt habe, ist ein blöder Arsch. Alter, das wäre jetzt richtig geiler Fisch gewesen. Ich raste aus, Mann. Irgendwann hatte ich mal dieses Phänomen. Was will ich denn eigentlich sagen, Mann, ey? Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Ja, ihr seht noch mein Ja, okay. Ja, wie ich heute gucken. Warte nochmal. Unsere neue R-Series Camo-Schlafsäcke haben eine komplett neue Füllung. Und zwar eine, die mit Silikon vorbehandelt ist. Somit sind die Fasern. Dich doch mit deinen Fasern und die ganze Scheiße. Knack. Das ist schon echt brutal stabil, ey. Nimmst du schon auf? Also ist echt stabil, das Radbot. Hier kannst du morgens auch ein bisschen Liegestütze machen. Oder wie Sylvester Stallone mit einem Arm. Naja, okay. Immerhin kann er schon wieder lachen. So eine K***, ey. Richtig geiler Fisch kam gerade richtig schön mit dem Kopf raus. Ich weiß nicht, 5 Meter vor dem Kescher. Und dann schlitzt das Vieh aus, ey. Zum Ausrasten. Gerade am Kaffee trinken, am Einpacken. Das wäre jetzt noch so ein geiler Abschluss gewesen. Sollte nicht sein.